Gräfin Eloise von Oranje, in wird sie zum Hingucker. Auf dem Weg zum Lunch von Linda Bier entscheidet sich Gräfin Eloise für einen Kohlenstrichstühle-Look mit auffälligen Stiefeln im Zebra-Look. Kombiniert mit einem dunkelblauen Ofersitze-Blazer, einem bordeauxroten Top und Kopfhörern versprüht die Nichte von König Willem Alexander 55, einen 2000er Bibel. Mittlerweile ist die 20-Jährige ein echter Social-Media-Star und gibt auch in Sachen Styling oft den Ton an. Neben ihrem Instagram-Account hat die Studentin sogar schon ein eigenes Buch veröffentlicht. Ihr Lifestyle-Guide Learning by Doing gibt persönliche Einblicke in das Leben der Gräfin und thematisiert Impressionen von Kleidung über Kochen bis hin zum Umzugsthemen. Eigentlich waren nur König Willem Alexander, 55, und Königin Maxima, 51, für das Königstagskonzert angekündigt. Umso größer war die Freude, als auch zwei der schönen Töchter des Paares aus dem Auto stiegen. Die älteste Tochter Prinzessin Amalia, 19, und das Nesthäkchen Prinzessin Ariane, 16, haben sich ihren Eltern angeschlossen und begeistern in aufeinander abgestimmten Looks. Amalia setzt an dem Abend auf das Lieblingslabel ihrer Mutter und trägt zum dunkelblauen Kleid LK Bennett einen Mantel von Nathan Couture. Dazu kombiniert sie eine silberne Webtasche, die perfekt zu dem Metallic Shot ihrer Schwester passt. Ariane hingegen wählt für ihren Auftritt einen eleganten, dunkelblauen Hosenanzug von Sandro, der leicht im Blitzlicht der Fotografen schimmert. Ihre Tasche ist ebenfalls gewebt, womit sie wieder den Bogen zu dem Look ihrer Schwester schlägt. Ein rundum gelungener Auftritt der beiden. Sarah Ferguson, 63, gehört definitiv zu den Royals, die mit ihrer Garderobe polarisieren. Bei der Londoner Buchmesse, auf der sie über ihren neuen Roman spricht, setzt sie auf einen schlichten, aber stilvollen Look. Sie entscheidet sich für eine schwarze Jacke mit Gürteldetail und Mandarinkragen über einem rot-schwarzen Midi-Rock. Beides von Gucci. Ihr Outfit gehört mit einem Wert von über 4000 Euro auf jeden Fall zu einer gehobenen Preiskategorie. Schon allein ihre Jacke aus weicher Wollseide ist mit knapp 3000 Euro alles andere als ein Schnäppchen. Dazu kniehohe schwarze Velours-Lederstiefel, eine elegante Hochsteckfrisur, klassisches Make-up, und der Look ist komplett. Lange bekannt als die Ex-Frau von Prinz Andrew, 63, geht sie nun ihren eigenen Karriereweg und diese Power sieht man auch an ihrem Look. Prinzessin Madeleines, 40, offizielle Auftritte haben mittlerweile Seltenheitswert. Wenn sie sich aber zeigt, dann meist in einem richtigen Luxuslook. Eine Marke hat es ihr dabei besonders angetan, das Ready-to-Wear-Label Zimmermann, das für seine filigranen, verspielten Blümchenkleider bekannt ist. Auch beim Termin in Miami für die Organisation World Childhood Foundation, für die sie als Botschafterin unterwegs ist, trägt sie ein pastellfarbenes Modell des australischen Labels mit elegantem Gürteldetail. Dazu kombiniert sie beigefarbene Sandalen und Kreolen. Beim Make-up bleibt sie ebenfalls den zarten Tönen des Kleides treu und verzichtet auf knalligen Lippenstift oder dunklen Lidschatten. Königin Margrethe hat am 16. April ihren 83. Geburtstag gefeiert. Zur Feier des Tages hat sich die ganze Familie auf dem Balkon von Schloss Amalienburg eingefunden. Neben dem Geburtstagskind sind vor allem Prinzessin Isabella, 15, und Prinzessin Josephine, 12, positiv aufgefallen. Letztere hat im letzten Jahr einen großen Wachstumsschub gemacht und kann sich jetzt am Kleiderschrank ihrer großen Schwester bedienen, mit Erfolg. Für die Feierlichkeiten ihrer Großmutter ist sie in ein grünes Kleid von Bar&SH geschlüpft,